und los geht's. Gehen wir doch mal in diese Fallenhölle rein. Die einzige Falle, die ich noch wirklich im Kopf habe, ist, oder zwei Fallen, die ich eigentlich noch im Kopf habe, so richtig. Die eine ist halt die direkt am Eingang, die irgendwelche Bolzen verschießt, wenn man hier auf die Platte tritt, weil ich einfach schon öfter mal gestorben bin. Und auch diese Schlange, die ich ein bisschen gefarmt habe. Und die zweite ist, dass irgend so ein Käfig... Na, kommt ihr? Kommt ihr hier? Da ist irgend so ein Käfig, der von der Decke hängt. Jetzt. Ja. Bitte schön. Und? Ah. Gut. Das dazu. Und hier kriegt man gleich mal 500 Seelen. Die kann man auch ganz nett farmen. Ich glaube, es sind noch andere da. Ich brauche Menschlichkeit, ja. Mag sein. Ach, da ist noch einer. Kurze Frage, kann man die vielleicht nochmal auslösen? Schade. Oh Gott! Gerade so rechtzeitig in die Schnabel gehauen noch. Ah, und er ist Gott sei Dank auch mal wieder beeindruckbar von meinen Waffen. Wenn die ganze Zeit irgendwelche Gegner, die so hoffentlich gejuckt hat, wenn ich die mal mit der Keule gehauen habe. Da haben wir weitergeschlagen. Gern zurück. Nee, nee, nee. Und noch ein. Gut. Weitere 1000 Seelen. Weitere 500 Seelen, meine ich. So, kann man noch eine? Waren es drei? Okay. Da gehst du überhaupt weg von mir, du doofes Vieh. Okay, hier ist nichts. Da ist was. Eine Ritterseele. Okay. So. Schön mit Schild vorne weggehen. Ach Gott, nein. Ach Gott, nein. Ja, unten ist irgendwie so ein komischer Dämon oder sowas. Wie eigentlich immer Dämonen hier sind. Und hier sind... Ist, das ist so eine Kamera, also Perspektivenhölle. Und da vorne schießt irgendwie auch noch jemand auf mich, kann das sein? Und ich muss auch noch jemanden hierher locken, da hinten steht doch schon jemand. Alles klar, kommst du schon rüber? Nee, kommst du nicht. Oh, da kommt doch schon jemand, das Arschloch da hinten. Natürlich triffst du mich auch schön. Aber. Kannst sagen, kommst du auch mal rein oder was? Ganz vorsichtig einfach mal. Alter, nichts gerade. Und der Blitztyp steht nicht günstig. Irgendwie oben drüber. Vielleicht mal runterfallen? Nee, ist nicht. Ja, aber günstig. So. Nein. Dann den noch. Und gleich war es das. Sehr schön. So, du bist du. Kann es sein, dass da hinten auch noch jemand ist? Da ist einer, okay. Ich habe dummerweise nicht besonders viele Fernkampfwaffen. Null genau genommen. Renn, 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 renn. So. War das hier lang? Ich weiß es nicht. Ah ja. Auf jeden Fall bindet es da schon fröhlich. Da geht auf jeden Fall die Treppe hoch. Da muss ich, glaube ich, auch hoch. Ich gucke trotzdem mal, ob ich hier noch irgendwas finde. Das ist nicht der Fall. Aber da ist der Sack, der mich hier... Ach, guck mal, das ist so ein Schlangenmagier. Natürlich. Es muss immer noch Schlangenmagier geben. Achte darauf, nicht von Steinen überrollt zu werden. Ja, das erinnere ich auch noch dran. So, ach ja. Das ist in so vielen
das ist in so vieler Hinsicht doof, wenn man hier irgendwie beschossen wird, gleichzeitig, ach Gott, ist das scheiße. Nee. Gut. Ja, wird hier gelähmt. Ja, fällt einer runter, ist tot. So ist es meistens. Und kann ich gerade noch sehen, was hier unten ist. Nee, konnte ich gerade nicht mehr sehen. Schade, war zu dunkel. Ein Bogen ist ja verdammt praktisch. Blöd, dass du keinen dabei hast. Ich habe einen Bogen dabei. Ich habe einen Bogen. Ich habe einen Kurzbogen und einen langen Bogen, aber ich habe zu wenig Pfeile, glaube ich. Das ist mein. Warte mal. Kann ich bei dir nicht einfach ein paar Bolzen kaufen? Vielleicht soll ich dafür einfach mal kurz eine Schlange anlegen, dann kaufe ich mir ein paar Bolzen oder Pfeile oder was auch immer. Und dann pieke ich euch so ein bisschen weg. Das wäre doch mal eine Idee. Guck mal, das ist schon mal eine Vorbereitung, die man treffen kann. Wie spät ist es eigentlich gerade? Eine Vorbereitung, die man treffen kann, um die Fesseln zu erstürmen. 21:24. Das heißt, ich kann vielleicht mal gucken. Obwohl, die Magier werden wahrscheinlich immer da sein, oder? Das heißt, der Schlangenmagier, den wir jetzt haben. Machen wir sie ran. Wieso ich? Sehr gut. War es ein bisschen kürzer gerade. Sehr schön. Na komm, mach was. Und das war's. Sehr, sehr schön. So. Einmal eine Heilung. Dann gehe ich mal gerade zurück zum Schmied und gucke, ob der auch Bolzen hat. Oder Pfeile oder was auch immer. Der sollte für ein paar. Das sollte für ein paar Pfeile reichen. Ach, ich sollte Daten sehen, natürlich. Doch, Seelen. Ein Bogen ist verdammt praktisch, spüren, dass ich keine habe. Doch, das habe ich. Ich habe einen. Lalalala. So, mein lieber Herr Schmied. Könnten Sie mir wohl einige Pfeile verkaufen? Well, hello again. You seem to need anything. Ja, nicht ganz. Gegenstand kaufen. Ich hätte gerne Pfeile, große Pfeile. Ja, warum nicht? Was ist der Unterschied zwischen großen und Standardpfeilen? Mal Anzeige umschalten. 60 Schaden, kritischer 100, okay. Standardpfeile, physisch 45 Schaden. Holzpfeile, 35 Schaden. Ah ja, ich verstehe. Aber, was kostest du denn? Du kostest 10, du kostest 50. Daher kann man das irgendwie für 50, 500 Seelen kaufe ich mir mal Pfeile. Don't get yourself killed. Dankeschön für diesen fantastischen Ratschlag. Jetzt gucken wir das Ganze gleich nochmal. Eine Schlange ist es ja noch. Lassen Sie mich. Na kommen Sie her, Schlangikus. Ha! Ja, schön. Haben wir erstmal schön verkürzt das Ganze. Dann gehen wir rüber. Ich hoffe übrigens, dass wir diesen Elektromagier, der da oben ist, wenn wir den einmal töten, dass der auch wirklich tot bleibt. Okay. Ja, ja, leck mich. So. Komm her. Hallo. Und? Naja, hätte böse Kälte enden können. Ist es Gott sei Dank nicht. So. Wer ist jetzt hier unten? Ach, der. Mhm. Läuft hervorragend. Läuft Bombe. Lando, hast du damals gespielt, richtig? Ja, habe ich. Danach habe ich keine Ahnung mehr. Ich habe auch keinen Schimmer mehr, wie ich mich eigentlich hier durchge
geschoben habe. Hab ich auf jeden Fall sehr viele Ton gekostet. Aber ich glaube, ich habe es damals auch mit dem Bogen teilweise gemacht, weil, ach, warte mal. Einen Punkt habe ich schon mal, wie ich das irgendwie mich erleichtern könnte. Ich werde die Echse Nummer 3, also die ersten beiden, werde ich jetzt einfach so bekämpfen. Und Echse Nummer 3 werde ich dann einfach mit dem Bogen anlocken. Kommen Sie ran, Echse. Dankeschön. Ja, wollte gerade sagen, bin auch der Meinung, dass ich gerade sehr schön auf die Falle getreten bin. Und Klatsch. Sehr schön. Klatsch. Und ein drittes Mal. Klatsch. Wunderbar. Dann nehme ich mir gleich den Bogen zur Hand. Werde gleich wieder die Fat Roll glaube ich haben, weil ich den verdammten Bogen dabei habe. Moment. Der Bogen, der Langbogen. Und jetzt könnte ich doch schon den Typen hier irgendwie anschießen. Ich weiß nur nicht mehr genau, wie das eigentlich war. Rechts. Nein. So. So. Ja. Genau. Dann kommst du eventuell her, wirst eventuell sogar runtergeschoben von ihm. Genau. Tschüss. Ja. Und kommst in jedem Fall nicht mehr hoch. Das ist der wichtige Punkt. Uiuiui. Ich muss ein bisschen aufpassen hier. So, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen dicker geworden, aber mein Gott. So. Andere Waffe wieder. Links? Nee. Rechts, links. Alles klar. Gucken, wie viel du eigentlich abgezogen bekommst. Jetzt ziehe ich aber den Bogen. Ah! Sag mal. Willst du nicht rollen? Du wirst doch noch Pfeile haben oder sowas. Standardpfeile, ja klar. Ah, verdammt. Okay, wir treffen uns alle nicht. Sehr schön. Obwohl ich eigentlich klar vorbeiziehen müsste. Ich mach's mal so. Okay, nicht ideal. Nicht ideal. Okay. Dann werden wir hier mal den Bogen wieder ablegen. Gegenstand ablegen. Gegenstand ablegen. Dann heilen wir uns gerade mal. Schauen wir mal, ob wir so weiterkommen. Ich habe einfach nur nicht durchgespielt. Ich war bei Smaug und Ornstein, bin da gestorben. Das war das letzte, was ich gemacht habe. Warte mal. Du hast doch offensichtlich einen Blitz. Also irgendwas, was blitztechnisch Schaden macht. Ich will mal kurz wissen, habe ich irgendein Schild, der vielleicht gegen Blitz super ist? Kann ja auch sein. Ich habe gerade ein Metallschild in der Hand. Das ist vielleicht nicht so ideal. Habe ich vielleicht ein Lederschild oder sowas? Ost-West-Schild, Anzeige umschalten. So, Blitz 65. Blitz 65. 65, 50. 50, 40. 48, 50, 70. Der Gargoyle-Schild. Ist aber auch super schwer, glaube ich, ne? Nee, das gehört eigentlich.
Wappenschild. Also bis jetzt ist der schwarze Ritterschild nur 65, sag ich mal. Der Adlerschild, der auch irgendwie eine Tonne wiegt. Obwohl, nicht genauso viel wie der, hat auch 75. Du hast 60. Na, ah, das ist der Adlerschild offensichtlich. Ach so, ich kann es natürlich. Ja, okay. Ich kann den Adlerschild nur hier ranpacken, so. Sehr gut. So, ist hier jemand noch? Nee. Bist du eine böse Truhe? Nein. Gut, dann was haben wir denn hier? Eine große Scherbe. Vielen Dank. 50 Pfeile waren vielleicht zu sparsam gedacht. Ja, das mag sein. Aber ich hätte auch eine 500... Seelen deswegen. Okay, keine Ahnung, was hier das Problem ist. Okay. Tschüss. Das war ein bisschen riskant, aber auch lustig. Gut. Ach, guck mal. Hui! Ja. Wie war das für dich? Vielleicht würde ich mal hier auf die Sprünge eher verzichten, obwohl eigentlich machst du Spaß, die Sprünge. Deswegen. Alter, ich gleite auch ein bisschen zur Seite. Das sollte nicht so sein. Du rutschst doch gleich runter, sag mal. Stirbst du da unten wenigstens? Ja, vielen Dank. Und hier läuft irgendwie eine Mobile rum. Okay. So, du hattest immer so viel Angst vor den Truhen. Dabei fängt es erst ab jetzt an mit den Mimics. Ja. So, hier kommt eine Mobile lang. Vielleicht folge ich dem Moment einfach mal. Nein! Guck mal, da oben ist doch schon mal was. Und da sitzt hier. Ist es der Zwiebelritter? Ja, der hat noch ein paar von den Echsen erschlagen. Sehr gut. Hallo Zwiebeli. Nicht angreifen. Richtig. Ah! Where did you? Was? Ah, so you see my plight. Yes, indeed. I've run up against a wall, or a ball, to be precise. And I must say, I'm a bit too tough to be outrunning those things. So here I sit, in quite a pickle, but who knows? Perhaps we'll have another development. Wie kommst du denn hierher, ist die Frage, ne? Obwohl, wahrscheinlich bist du einfach hier runtergekracht irgendwie. Perhaps I could try some rolling. Bah, no chance. My head would spin. Das ist aber eine äußerst schwere Rüstung an, mein Freund. Perhaps I could. Okay. Gut, da du auch nicht hilfst. Okay. Oh, lacht doch was. Gut, also die kann man gerade nicht helfen. Du kannst mir jetzt auch nicht wirklich helfen gerade. Also gehen wir mal gerade ein Stückchen weiter. Gucken gerade mal, wie spät es eigentlich ist, weil der Disconnect mehr ist, ist dann schon auch wieder. Okay, noch 7 Minuten hätte ich theoretisch. Gucken wir mal, wie weit ich komme. Bestimmt bis zum nächsten Bonfire. Gut. Da war die Murmel. Alles klar. Und los. Erstmal hier die erste Nische wieder rein. Ja, und dann weiter hoch. Nächste Nische. Durch einen Nebelschrei. Ich sehe überhaupt nichts. Willst du mich verarschen?
da. Ist es dein Ernst? Andersrum? Das war nicht euer Ernst, Leute. Naja, komm. Dich mache ich mal ganz safe, mein Freund. So, sofort heilen. Mein Gott. Die Zielritter immer schön regeln. Wenn du bei der Location verpasst, dann lohnt es am Ende, okay. Bis jetzt habe ich doch alle drin, oder? Alle Locations. Du bist gerade nur zwei, wo ich eigentlich mit Unmöglichkeit hatte, überhaupt mit ihm zu sprechen. So, kurze Frage. Komme ich da hoch? Wahrscheinlich eher nicht. Deswegen gehe ich mal hier hin. Was ist hier? Hier ist eine Falle. Weil hier ein Knopf ist. Den Drecksack, ja? Okay. Ah ja. Und wo kommen die jetzt hier? Von rechts oder was? Das heißt, ich muss da lang. Ja, geil. Ah ja, wir müssen wirklich bis dahin geschafft. Okay. Aber jetzt sieht man ihn öfters. Okay. Probier es noch einmal. Nein, ich probiere es nicht noch einmal. Jetzt ist gut. Ach doch, ja, ich probiere es noch einmal. Komm, ich bin einfach zu gierig. Oder zu begierig, will ich eher sagen, das zu schaffen jetzt. Aber jetzt habe ich so ein bisschen den Weg schon raus. Weiß, wie ich da auf die Falle reagieren muss und so weiter und so fort. Und ich hoffe, dass diese Nebelwand jetzt wirklich einfach nur weg ist, weil der mich eben gerade eher behindert als fasziniert. Kommt mal kurz her, bitte. Einer. Ich finde es übrigens gut, dass ich jetzt auch eine Strategie gegen die Echsen habe. So. Hui, war aber knapp. So, das wäre die erste. Das heißt, zwei Sprünge und was anderes und dann passt das. Komm, greif mal an. Ein Sprung. Oder mal das. Oh, okay. Das will ich doch gar nicht so. Sag mal. Will ich mal einen Sprung hier? Ich meine, das geht auch, aber das ist nicht das, was ich will. So. Gut, einmal das. Begierig, wie war das mit Geduld? Ja, ja, so ist es leider. Ich bin halt wirklich kein geduldiger Mensch. Was für dieses Spiel natürlich nicht gerade hilfreich ist. Aber gut, ich hätte gerne einen Bogen in die eine Hand genommen. Wo ist er denn? Oder habe ich eine schwere Armbrust? Habe ich Bolzen? Nein, habe ich nicht. Langbogen und Pfeile. So. Nee. Da ist manches Richtige. Na gut. So. Ein guter Schuss und er kommt hier rüber. Ja. Das war nicht der gute Schuss. Das war... Vielleicht... Nicht mehr mal wieder eine Keule. Gut. Also der ist glaube ich schon gestorben, weil ich habe... Nee, oder nicht, aber egal. Ah. Die Blitze sind wieder da, was für eine Freude. Dann sei es halt so. Bis zum nächsten Tod spiele ich noch, dann ist gut.
klar. Und noch einen. Und das war's. Uhuhu. War sogar eine Falle. Gut zu wissen. Mein, was ist das denn bitte? Okay, mein Freund. Du pennst noch ein bisschen. Kannst du natürlich machen. Ich hab dich doch gerade getötet. Aus meiner Sicht. Aber gut. Da bin ich schon. Noch bin ich nicht gestorben. Noch ist alles gut. Ich werde hier kurz irgendwann so eine Murmel durchgerollt. So. Apropos Murmel. Da oben steht jemand? Jetzt Bett? Erstmal muss ich mich da irgendwie rechts fallen lassen, fällt mir gerade so auf. Ja, Moment, hier war noch jemand. Ja, genau. Greif an! Und Sprung. Sehr gut. Okay, ich kriege auch noch tot. Und das war's. Sehr gut. Bisschen knapp, aber sehr gut. Warte mal, ich hatte gerade das Gefühl, dass da von rechts keine Murmel mehr kam. Ist das korrekt? Das ist nicht korrekt, aber da lacht irgendwas. Wäre das eine. Achtung vor der Falle, ja? Ach, guck mal. Ist es vielleicht einfacher, halt einfach da hoch zu rennen? Oder? Oder sollte ich mal runterrennen? Ich denke auch, oben ist eigentlich sinnvoller, weil da oben habe ich es ja fast geschafft. Probier es mal aus. Ja, das ist zu langsam. Puh! Oh, bin ich erschrocken. Entschuldigung. Also ihr habt mich wahrscheinlich noch mehr erschrocken, aber das war wirklich knapp. Kannst du umstellen, wie die Murmeln rollen. Da ist der Zivilritter. Nein! Idiot! Welche Richtung wolltest du? Oh, da ist der Hebel. Okay. Warte mal, es rollt immer in diese Richtung, wo der Hebel nicht ist. Ist es korrekt? Ja, da ist er. So, gelobt sei die Sonne, ne? Weiß ich noch nicht. Das nächste Beispiel dahin rollen lasse. Liegt mir das irgendwas? Weiß ich nicht. Also zumindest stört es mich da nicht mehr. Ich glaube, das ist schon ganz gut so, wenn es einfach nicht mehr stört. Das heißt, ich kann jetzt wieder in Ruhe irgendwo hingehen. Mein Gott, ey. Ich hab Glück gehabt, das ist... Fuck! Ich bin nur einmal durch die Murmel gestorben. Okay. Da bist du.
Hallo. Blutverlust, aber ich bin gestorben. Okay. 7000 Seelen durch verdammte Spinne. Okay, na gut. Das war's dann also mit dem Weihnachtsstream 2019, Teil 1, Teil 2. Ich werde euch ankündigen, wenn ich das nächste Mal einen Stream starten werde. Aber das war's erstmal mit Dark Souls für, ein, zwei Wochen zumindest. Das muss man mal klar sagen, weil ich muss erstmal die ganzen Leute wieder an den ganzen Folgen teilhaben lassen. Der erste Stream ist schon komplett gerendert und wird morgen anfangen schon... Die ersten drei Folgen werden schon hochgeladen, dann nächste drei Folgen am Sonntag, denn Dark Souls wird, wie gesagt, mein neues Wochenendspiel. Das heißt, jedes Wochenende sozusagen kommen 6 neue Folgen Dark Souls und dementsprechend muss ich auch neu aufnehmen und es wird höchstwahrscheinlich in Streams erfolgen. Deswegen freue ich mich schon darauf. Mal sieht man sich dann wieder. Ja, ich würde natürlich gerne versuchen, da ich die Dark Souls Spiele ganz gerne lieber im Stream spielen möchte, würde ich schon versuchen, wenigstens einmal im Monat zu streamen, damit ich die ganzen Folgen für die Wochenenden rumkriege. Also von daher könnt ihr da schon relativ klar drauf zählen. Ich weiß noch nicht genau, welches Datum, muss ich mit meiner Freundin schlichtweg ausmachen. Aber einmal monatlich kann man schon mal mit rechnen, vielleicht auch zweimal monatlich, wenn ich es hinkriege. Mach ich mir allzu lange und du kannst von dir behaupten, das Spiel zur Hälfte durchgespielt zu haben. Wirklich? Ist Anno Londo eigentlich die Hälfte? Man sieht sie dann wieder hier, genau. Oder halt bei YouTube, wenn ihr das eher wollt. Das hatte dann Video on Demand letztendlich. Naja, gut. Grob. Also Anno Londo ist irgendwie grob die Hälfte, ich verstehe. Naja, haben wir ja schon mal das geklärt. Ich werde gerade noch... Achso, stimmt. Ich wollte noch Life is Strange verschenken, fällt mir gerade so auf.